Liebe Leute, machen wir weiter mit Anwarz 100 und mit den Dächern der Stadt. Willkommen bei WB. Willkommen bei dem Versuch der Perfektion, sich zu nähern. Nein, das ist nicht nur der Versuch. Natürlich nähere ich mich der Perfektion. Aber so nur so ein ganz klein bisschen. Die Perfektion, die ist irgendwo ganz weit weg. Ich kann sie noch nicht mal am Horizont schimmern sehen. Ich kann nur den Vorschimmer vielleicht sehen. Aber wir haben so ein paar... Anscheinend der Chat auf Twitch meint, liebe YouTube-Leute, ich hätte noch ein paar Mini-Fehlerchen drin. Das müssen wir uns jetzt mal angucken. Werfen wir einen Blick drauf. Mal gucken, was hier ist. Angeblich gäbe es irgendwelche roten Warnsignale. Die würden uns auf Probleme hinweisen in der einen oder anderen Traktorscheune. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich halte es ja persönlich für Fake News. Also ich glaube, diese roten Symbole hier, die bedeuten irgendwas anderes. Fehlende Waren, das kann auch heißen, dem fehlt ein Rad. Oder fehlende Aufmerksamkeit. Das kann auch sein. Den meisten, warum sind Maschinen anders als Menschen gewickelt? Vielleicht fehlt den Traktoren, die hier stehen, nur Aufmerksamkeit. Hallo? Juhu, wenn wir uns nah genug ranbegeben, wenn wir drauf gucken, wir müssen denen einfach Aufmerksamkeit geben. Es sind keine Traktoren da. Oh. Ja, dann könnte doch ein Problem da sein. Ich sehe keine Traktoren. Okay, dann haben wir doch vielleicht irgendwie ein Detail noch nicht richtig gemacht. Mini-Trick ist nicht allzu schwer. Die kommen einfach jetzt mal im Ernst. Die kommen nicht bis... der Tankhof hat eine begrenzte Reichweite und die kann also nur begrenzt viele Straßenfelder können die hin und her fahren. Und wenn man Pflasterstraßen baut statt den Feldstraßen, dann ist die Reichweite eine längere. Auf einen Teil der Gebiete haben wir schon diese Pflasterstraßen hingesetzt, aber nicht bis zum Schluss. Und da tricksen wir einfach jetzt ein bisschen. So. Jetzt wollen wir gucken, ob das nicht schon reicht. Das ist die Traktorscheune. Alles gut, wir haben es geschafft. Alles gut, alles fein. Jetzt wurde im Chat gerüchteweise behauptet, es gäbe noch Felder, stimmt das wirklich, wo irgendein Feld fehlen würde an einem Weinberg? Kann ich mir kaum vorstellen. Ich gucke gerne alle einmal durch. Oh Gott, hier fehlen drei. Nein! Und dann ausgerechnet hier vorne, so mittendrin. Oh, bitte nicht. Und die anderen? Hier fehlen noch mehr. Was? Hier fehlen 18. 18? 18? Immer weitermachen. Toll. Super. Ich bin begeistert. Machen wir uns die Lücke hier voll. Dann haben wir ein Problemchen hier. Dann haben wir die schon mal nach oben verschoben, die Probleme. Genau, der ist fit. Der ist jetzt nicht mehr fit. Da drunter, füllen das oben auf. Willkommen bei Puzzle mit WB. Es sieht aus wie Anno 1800, ist aber ein Puzzlespiel. Jetzt geht wieder eins rauf. Der ist jetzt gar nicht mehr fit. Dann haben wir den Kollegen hier vorne. Nehmen wir uns den hier. Dann wieder hier hinten. Wir müssen auch gleich mal gucken, ob noch genug Öl überhaupt auf der Insel ist. Ich hoffe das ja. Sonst hätten wir noch viel. Also sonst hätten wir ein Problem, das zwar auch behebbar ist, aber schwer zu beheben. Der Weinberg ist okay. Der Weinberg ist okay. Der
Erweinbare Gewürze gleich okay sein. Jetzt nehmen wir noch hier was weg. Dann haben wir es endlich. Dann sind wir endlich fertig. Zwei Felder fehlen noch. Ja, es hat ja doch geklappt. Es ging, es hat gepasst. Zauberhaft, zu viele Trecker für den Tankhof, mein Schei. Gibt's das denn zu viele Trecker für den Tankhof? Hab ich noch nie erlebt. Die Lager ist voll. Die fahren da immer hin. Ich glaube, das gibt's gar nicht, zu viele Trecker für den Tankhof. Die sind nur nicht da oben angekommen. Die sind nur unterwegs. Ich glaube, zu viele Trecker gibt es doch gar nicht. Es gehen nur 20? Nehmen wir nicht im Ernst. Wirklich? Sicher, Gerücht oder Fakt? Ja. Im Ernst? Es gehen nur 20? 41,50 stand da. Wo steht das denn? Steht das am Tankhof dran? Treibstoff 2,20. Nein, das ist die Lagermenge. Das ist nicht die Anzahl der angeschlossenen Betriebe. Das ist die Anzahl des Treibstoffs, der hier vor Ort ist. Wenn der Tankhof nicht geboostet ist, gehen nur 20. Ein Tanker kann maximal 20 Trecker versorgen. Zeit, die schafft er nicht mehr. Ja, was wir dann machen könnten, wir könnten einfach einen zweiten. Hier ist ja der Ölhafen direkt um die Ecke. Das ist ja kein Ding. Dann würden wir noch... Hier ist ganz viel Platz frei. Kann das so gedruckt werden? Ja, komm. Wir setzen hier noch einen hin. Das ist ein Klacks. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir gebacken. Das kann so leider nicht gedruckt werden. Da muss ich einmal drüber lektorieren. Tut mir leid. So aber. So geht's jetzt. Einmal polieren, bitte. Das heißt, wir setzen hier noch einen hin. Vorne geht es hin zum Kraftwerk. Da würde ich gerne so lange wie möglich das doppelgleisig machen. Das heißt, wir gehen hier hin. Machen hier eine Verlängerung hier rauf, bis hier hin. Da haben die Ausweichgleise. So viele Ausweichgleise strecken wie möglich. Hier den Tankhof hin. Die Waffenruhe wurde beendet. Mal hier rüber. Mhm.
passen sogar an die Bäumchen davor. Das finde ich nämlich hübsch. Oder wir ziehen ihn eins noch runter. Ich würde die Bäumchen lassen. Das hat so was Neckisches. So. Er wird voll. Dann kann der nach oben rauf und die auch versorgen. Und kann die ja auch versorgen. Die müssen nicht versorgen. Doch, auch die haben Traktorschein. Damals zwei Traktorschein. Eine hier und eine da. Da können die mit sich wetteifern. Können sich irgendwie aufteilen. Wir könnten auch... Na genau. Das sollte eigentlich reichen dann. Hier fahren Züge rauf. Guck mal. Das sollte irgendwie schon klappen. Tut mir leid, Stormwave. Das weiß ich gerade nicht. Frag mal die anderen. Ich setze mal drauf, dass das reicht. Wenn nicht, müssen wir einen Moment abwarten. Das muss sich so einpendeln hier. Jetzt haben wir zwei Tankhöfe nebeneinander stehen. Die Entfernung ist kurz. Das heißt, das sollte nicht maßgeblich den Zugverkehr beeinträchtigen. Die sind immer ruckzuck oben und runter. Das muss sich so ein bisschen einpendeln und wir beobachten das. Also sollte eigentlich ausreichen. Wir beobachten das. So, warum hat denn das Ganze gemacht? Wir haben den ganzen Tag heute, den ganzen Abend verbracht, nur um das Thema Sekt. Wir wollten ja eigentlich noch in der neuen Welt Items puzzeln. Da hatten wir ja Luftschiffe und andere hingebracht, um für mehr Zucker oder Rum oder so Sachen zu sorgen. Aber lass uns mal kurz einen Blick gemeinsam werfen auf die Skyline hier. Weil Dächer der Stadt ist ja eigentlich so das Ding, was uns gerade beschäftigt. Wir schauen mal, was die Leute brauchen. Das sind die Investoren und deren Hochhäuser, das sind die Ingenieure. Das ist unsere super hübsche Skyline, die wir gesetzt haben. Ein Kaufhaus in der Mitte. Das ist die Einkaufspassage bzw. das Kaufhaus, wo Toaster hergestellt werden aus diesen Produkten, aus Zink, aus Stahl und aus Glühfäden. Dann hier überall hingebracht werden können in diesem Bereich. Hier oben haben wir die Rathäuser. Das hier vorne ist ein Rathaus, das sich spezialisiert hat mit den Items auf Ingenieure. Die stehen hier drumherum. Und viele Rathäuser stehen hier. Vom Palast aus werden die Rathäuser versorgt mit extra Boni plus 2 Einfluss für Ingenieurshäuser. Ein Einfluss für Ingenieurshäuser. Ingenieurshäuser sind auch attraktiver. Genau. Und dann hatten wir bei dem Investorenviertel hier ein Rathaus hingesetzt und die sind spezialisiert, die Items für auf Investoren. Mehr Geld, mehr Zufriedenheit. Arbeitskräfte sind egal, weil die Investoren ja nicht im klassischen Sinne arbeiten. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Versorgung mit den Damen und Herren hier ist. Haben die alles, was sie brauchen im Moment? Die Ingenieure ja. Die Investoren derzeit auch. Wir hatten vor einiger Zeit, ich glaube vor anderthalb Stunden hier, ein Problem gehabt mit Taschenuhren. Das scheint nicht mehr da zu sein, aber ich würde trotzdem mal gerne kurz die Taschenuhrversorgung überprüfen. Lager ist leer. Jetzt schauen wir mal, ob wir vor Ort Taschenuhren überhaupt produzieren. Ich habe das nicht mal bei allen Warentypen im Kopf. Die ist zu gering, das heißt, Taschenuhren werden importiert und eventuell hier noch gehandelt. Gucken erstmal, ob die von woanders hierher gebracht werden. Vom Cityliner aus Bullseye. Ja, mal gucken, ob das Lager dort eventuell aus allen Nähten platzt. Nein, auch leer.
Das heißt, der Abtransport funktioniert gut. Der Taschenuhren. Dann überprüfen wir mal, ob Taschenuhren durch die Speicherstadt dazukommen. Hier nicht. Dann könnte sein, dass die Taschenuhren dazukommen durch die Speicherstadt hier vorne in Highlands. Ob die eingetauscht werden. Auch nicht. Und dann schauen wir als letztes, bevor wir einfach den Sekt einsetzen für die Taschenuhren. Dafür machen wir die Sektüberproduktion, um so Sachen auszugleichen. Dann schauen wir nochmal kurz hier im Bullseye, ob hier eventuell, ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen, in der Speicherstadt, ob hier Taschenuhren importiert werden. Und das ist nicht der Fall. Mal rüber in der Dingitzkirche einen Anteil zurückkaufen. Zwei sind es mittlerweile schon. Wir haben zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wir stellen mehr Taschenuhren her. Die unkompliziertere ist die, wir gehen hier einfach hin und sagen, was soll's? Wir haben unfassbar viel Sekt hier. Hier. Sekt ist auch... Moment, ist das mittlerweile vielleicht sogar Stufe 1 hier? Ja. Nee, ist noch nicht. Doch, Stufe 2 ist es. Aber Sekt funktioniert auf Stufe 1. Cool. Oh, ist das cool. Dann bekommen wir unfassbar viel im Gegenzug. Sekt ließ sich hochleveln mittlerweile auf Stufe 1, weil wir so viel schon exportiert haben. Und weil das ein teures Gut ist, kann man da jetzt noch viel mehr für bekommen als vorher. Das war richtig wichtig. Im Augenblick hat zuletzt hat man das eingetauscht gegen Rum. Rumlager fast voll. Und gegen Kaffee. Kaffeelager nicht ganz voll. Dann packen wir den Sekt noch nach oben hin. Hier hin. Und verteilen das ein bisschen. Die Gesamtlagermenge in der Stadt geht bis 2750. Wir könnten noch ein paar Depots hinsetzen, um das weiter raufzutreiben. Und wir behalten immer vor Ort an Sekt. Minimum 100, das reduzieren wir mal auf 50, weil immer so viel produziert wird. Dann teilen wir das durch 3 vielleicht. 3 mal 800. Hier oben tauschen wir ein gegen, was hat man gesagt, gegen Taschenuhren. Da sind sie. Tauschen einmal. Aber wir beginnen mal damit rum. Ist, glaube ich, genug da, ne? Rum ist voll. Dann machen wir hier oben 1000. Hier nur 100. Wie viel Kaffee? Dann machen wir hier 600. Bekommen wir 943 Kaffee. 594 Taschenuhren. Wir beginnen mal hier und machen das Lager ein bisschen voller. 1500 hier oben. Geht noch was in den Kaffee rein. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir stattdessen uns versuchen, die Rumproduktion oder die Kaffeeproduktion zu pushen in der neuen Welt. Da haben wir ja viele Items rübergebracht, die uns dabei helfen. Die warten nur darauf, in Lagerhäusern eingesetzt zu werden. Das heißt, wir könnten mit den Items vor Ort entweder Kaffee oder Rum pushen. Gucken mal, was wir dort vorne haben. Im Augenblick Rum viel hier ist, würde ich mal sagen, 1,5 bis 6, das wären 2,1, die wir ja wegnehmen. Und der Rest hier, da steht eine Fantasiezahl mit 1000, das geht ja eh nicht. Der Rest wird dann halt eingetauscht gegen Rum. Ich würde sogar eher noch hier, da wir auch noch andere Rumquellen haben, hier lieber noch mehr investieren. So, in der Reihenfolge. Ich glaube, das wird von oben nach unten abgearbeitet. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bilde mir ein, es wird von oben nach unten abgearbeitet. Falls es jemand weiß, sag mir gerne Bescheid. Ich glaube, so rum funktioniert das. Von oben nach unten. Wir können auf Nummer sicher gehen und hier, was hat man gesagt, 2,6 werden wahrscheinlich abverkauft. Das sind in Summe 2,3. Packen wir Nummer 400 hin. Dann kann gar nichts schief gehen. Captain Maus kommt das nächste Mal in...
7,5 Minuten, dann sind erstmal genug Taschenuhren da. So, und jetzt lass uns einmal rübergehen nach in die neue Welt und mal gucken, ob wir dort für mehr Rum oder für mehr Kaffee sorgen können. Beides brauchen wir sicher vor Ort. Schauen wir mal kurz, wer hier was verbraucht. Die Investoren. Kaffee. Rum nicht mehr. Taschenuhren kommen. Wir müssten mittlerweile ein... Genau. Und hier vorne die Ingenieure. Rum. Also wir wollen ja für mehr Investoren noch sorgen. Wir wollen ja hier ein paar coole Super Deluxe Investoren-Hochhäuser noch dazu schaffen. Das sollten wir uns fokussieren, nicht auf Rum, sondern auf mehr Kaffee. Weil Kaffee verbrauchen auch die Investoren, Rum dagegen nicht mehr. Also wir gehen erstmal in der neuen Welt nach Kaffee gucken. Ich bin so froh, dass uns jemand beisteht. Gerne. Immer wieder gern. Wir schauen erstmal nach Ruinen. Ich drücke auf J, alles gut. Das ist Zentrale. Schiffe haben wir genug da? Ja. Mehrere Schiffe an Bord. An Land. Vor Land. 4 Stück, das reicht. Wir haben nur noch 13 Einfluss. Wir hatten, das ist natürlich doof, wir hatten nämlich investiert im Zeitungsarchiv 10 Einfluss. Für die Platzierung einer weiteren Handelskammer braucht man, das ist doof jetzt, braucht man glaube ich 20. Also wir sollten noch 7 mehr Einfluss uns holen. Dann würde ich mal sagen, wir machen noch ein paar Investoren, noch ein paar Ingenieurshochhäuser oben, weil die geben bei uns ja auch Einfluss. Rum haben wir genug. Und so, dass wir oben nochmal auf 20 Einfluss kommen. Ja. Hier geht es ja an die Skyline ran. Und vorzugsweise machen wir Hochhäuser der Stufe 1 zu 2, falls mehrere so nebeneinander stehen, hier vorne. Da machen wir einen Wolkenkratzer raus. Die können wir aufleveln. Ach, das. Ach, die müssen wir umstellen. Da habe ich mich vertan. Da müssen wir mal kurz puzzeln. Da habe ich den Panorama-Effekt versaubeutelt. Der kommt hier hin. Und er kommt bitte hier hin. So ist besser. Ist der hier nämlich ausgezeichnet und der ist auch ausgezeichnet und das gibt zusätzliche Einwohner und extra Einfluss. Wir sind immer noch mal 13. Na, die zusätzlichen Einwohner geben nicht mehr Einfluss. Wir sollten nur mal ein paar Gebäude umwandeln. Das Rathaus. Hier ist ein Rathaus, pardon. Ich stürme und dränge zu neuen Ufern. Da ist eins. Hier drumherum können wir noch ein bisschen ausbauen. Hier vorne. Einfluss. Ach, ich habe Investoren draus gemacht. Ich mache wieder den Downgrade. Ich habe mich völlig vertan. Ich wollte Hochhäuser draus machen, aber keine Investoren. Da habe ich mich verklickt. Ich habe auf den falschen Pfeilbutton geklickt. Ich habe auf den linken geklickt und ich sollte auf den rechten klicken. Ach, ist das ärgerlich. Ich habe mich einen Pfeil daneben geklickt gerade. Dann machen wir das woanders. Dann machen wir das hier. Komm, Sie teilen meine Neugierde. Da ist das Rathaus. Einmal hier. Rechter. Ein Wolkenkratzer. Ein Wolkenkratzer. 15 Einfluss.
16. 17. Können wir die mittlerweile hier ausbauen, weil das sieht einfach hübscher aus? Noch nicht. So gerne ausbauen. Die sehen so hübsch aus hier. Wir können die auch umpuzzeln. Wir tricksen einfach. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Die können wir ausbauen. Einmal. 18 Einfluss. Mit der ebenfalls. Und da machen wir gleich noch einen Zweier draus. Ist das schon mal ganz passabel. Und jetzt könnten wir eine weitere Handelskammer bauen in der neuen Welt. Wenn wir das wollen. Und checken mal die Items, die wir haben. Das sind lauter coole Items für Handelskammern und für Landwirtschaft, die haben wir ja hingebracht. Rumbrennereien sind produktiver. Das bedeutet, man braucht weniger Obreros. Die arbeiten doch, glaube ich, und Obreros sind oft knapp und müssen versorgt werden. Davon mal zwei. Den Sommelier Raymond. Zuckerrohrplantagen besser. Wir wollten aber den Kaffee boosten, ne? Nicht rum. Zuckerrohrplantagen 20% mehr Produktivität, ohne dass wir mehr Module brauchen. Kaffee-Röstereien produktiver, auch sehr cool. Kaffeebohnen statt Zucker. Jornaleros bei Hutmacherei, auch egal. Also am spannendsten sind, wenn wir uns um Zucker kümmern, alle Nutzpflanzen farmen, 30% produktiver. Da haben wir sogar drei Items für. Das können wir auf jeden Fall für den Zucker benutzen. Und das könnten wir mit Mrs. Brown kombinieren, die beiden. Ali Al-Zahir können wir kombinieren. Beim Kaffee. Mit Mrs. Brown. Die beiden. Da hätten wir in Summe 50% mehr Produktivität, ohne dass sie mehr Platz wegnehmen müssen. Und das gilt für Zuckerrohr, wenn wir die beiden kombinieren. Das ist eine gute Idee. Und dann schauen wir noch, ob wir daneben vielleicht setzen können etwas für Achso, Zucker, ja. Kaffee leider nicht, ne? Die Kaffee-Röstereien. Zucker, ja. Wir brauchen einfach Kaffee. Könnten die das hier nehmen? Produktivität mehr für die Kaffeerösterei kombinieren hiermit. Mit den beiden. Das können wir machen. Alizaya, den haben wir auch dreimal kombinieren mit Marco und das dann einsetzen für Kaffee. Pflanzen für Kaffeebohnen und für den Kaffee. Das könnten wir machen. Dann wären die Kaffeebohnen 30%. Der Kaffee würde verbrauchen, hätte 5 plus 50%. Wir schauen mal, wo wir mal um die Kaffee haben. Genau. Ulmu schreibt auch, nimm den für die Kaffeeplantage. Wir schauen mal, wo wir Kaffee haben. Das ist hier vor Ort. Das wäre schon mal sehr hilfreich. Wir schauen mal, wo wir hier in diesem Kontinent vielleicht schon haben. Handelskammern platziert, aber noch nicht im Blaupausenmodus aufgelevelt haben. Küchen.
Naja, man, die Spezialität gemacht für die Tortillas, das ist egal. Wir klicken mit Tab mal durch alle durch. Die ist schon fertig, die Handelskammer. Und boostet bereits Kaffeeröstereien und die Kaffeeplantagen. Und wer arbeitet dort? Der Gartenbauer Hermann. Kaffeeplantagen 20% mehr. Allerdings auch mehr Module. Sizilia, mehr Produktivität. Und der Bohnenmaler, Kaffeeröstereien produktiver. Da drumherum haben wir haufenweise Kaffeeplantagen. Die Menschen lassen sie hochleben. Obreros haben wir halbwegs genug. Schau mal, wo die nächsten Handelskammern stehen. Bananarama. Da geht es, glaube ich, um Bananen. Um gebackene Bananen überall. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Wir haben ja viel verbaut. Hm? Und wo haben wir sonst noch Handelskammern? Hier vorne. Das war für die Minen. Das hat man zuletzt gemacht. Das ist auch wichtig. In La Alcazabeta ist noch Platz. Zucker. Zuckerrohrplantagen. Produktivität plus 25. Ach so, der Zucker wird erstmal zur Verfügung gestellt überhaupt. Hier könnten wir also hinbringen, eines dieser Items, könnten eine Alizahir hier hinsetzen. Dann würden wir hier mehr Zucker produzieren und das kann ja nicht schaden. Was ist das hier? Rumbrennereien. Mehrere, die würden auch alle profitieren. Dann bräuchten wir hier weniger Obreros. Wir schicken mal ein Rum-Item hier hin. Nach La Alcazabeta. Schau mal, wo sonst eine Handelskammer steht. In Leckerschmecker. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Zigarren werden geboostet. Das ist für uns erstmal egal. Wieder zurück nach Zentrale. Und das war hier vorne. Das waren die Bananen. Gut, dann gehen wir einmal rüber und bringen zuerst mal nach La Alcazabeta ein Rum-Item rüber mit dem Schiff. Hier, 40% mehr Produktivität. Von dem Raymond haben wir 2. Ich glaube, davon gab es dort oben gar nichts. Jetzt checken wir das nochmal. Ob der tatsächlich der Raymond hier oben nicht ist. Gott, wo war das denn? Da können wir uns ja ewig suchen. Stadt, Handelskammer. Auf der Insel ist eine. Wo ist sie? Da hinten. Ah, okay. Genau. Da ist bislang nur Mrs. Brown und dass überhaupt Zucker gebaut werden kann. Mhm. Dann geht's dorthin. Die stech dich fix bitte rüber zum Kontor. Ist hier vorne, ne? Hierhin bitte. Flugroute ist eingezeichnet. Genau, zuerst mal das. Dann schauen wir uns nochmal an. Sehr lieb, Chikahut. Danke fürs freundliche Wort. Liebe Grüße an dich. Danke. Und danke auch an Voodoo Banane fürs 7. Abo schon. Hi, Voodoo Banane. Und dann schauen wir uns nochmal an. In Zentrale selber. Die Handelskammer. Die können wir bauen, aber das waren hier Bananen, das brauchen wir nicht. Tappen uns nochmal durch. Hier hatten wir 3 gesetzt, aber das waren nicht die coolsten unbedingt. Und hier, das ist Kaffee alles. Das heißt, hier könnten wir ansetzen. Kaffee-Rösterei, 40% produktiver, nehmen wir mit. Gartenbauer Hermann,
alle diese Arten nur 20% mehr, allerdings bei weniger Platzbedarf. Dass hier Trauben, Kartoffeln und Paprika entstehen, ist noch vollkommen schnuppe. Wozu brauchen wir die ja? Also den könnte man eventuell austauschen. Und dass die Kaffeeröstereien 30% produktiver sind und weniger Arbeitskräfte nehmen, wäre auch okay. Den könnten wir zum Beispiel austauschen. Oder was wir auch machen könnten, wir haben ja genug Einfluss, wir könnten uns einen Platz suchen, wo wir einen komplett neu nochmal Kaffee produzieren. Möglichst da, wo auch Öl ist, dann geht es am effektivsten. Das können wir auch machen. Die Menschen lassen sie wir könnten auch Folgendes machen, wir könnten die Handelskammer hier, wo viele Kaffeefelder sind, entschlacken und die Kaffeeröstereien wegsetzen und die woanders hin platzieren und dort dann die Items reinsetzen, die für Kaffeeröstereien gut sind. Und das hier komplett halt spezialisieren nur für die Plantagen. Das wäre eigentlich am klügsten. Die Idee finde ich eigentlich am besten. Die Idee gefällt mir gut. Das heißt, wir setzen irgendwo ein... Die Idee finde ich gut. Das machen wir. Das setzen wir in dieser Weise um jetzt.